Sehr gut. Grüß euch meine Freunde hier im nächsten Unboxing-Video und zwar heute wieder Yu-Gi-Oh! Und zwar unsere nächsten beiden beziehungsweise letzten zwei Ghosts from the Past, weil einfach nochmal welche bekommen habe und an der Stelle wollte ich einfach noch ein paar aufmachen und da habe ich mir gesagt, starten wir direkt rein! Jawohl, und an der Stelle sind sie hier. Unsere zwei Packs, Boxen, Duel Lists, ihr wisst Bescheid, Ghost from the Past. Ich zeige euch an der Stelle einfach nochmal hier kurz die Rückseite und zwar, weil ich nochmal gesehen habe, 132 Foil-Karten sind in dem gesamten Sortiment dieser Serie Ghost from the Past. Und ja, ich würde sagen, wir machen es direkt auf und hoffen einfach, die Ghost Rares warten auf uns. Und ja, das letzte Mal vor knapp 2 Wochen war es jetzt, glaube ich, ungefähr, bisschen länger vielleicht, haben wir ganz ordentlich gezogen, meiner Meinung nach, auch wenn jetzt natürlich nichts Besonderes dabei war. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal die Booster raus. Und dann schauen wir mal, was wir gezogen haben am Ende. Und ja, hoffe, wir ziehen heute noch ein bisschen was anderes wie beim letzten Mal. Wie gesagt, haben wir ja die zwei Schadolls dann doch am Ende noch. Ich glaube, die letzte Karte war dann doch noch der Leere und hat mir auf jeden Fall gefallen. Und ja, ich möchte eigentlich an der Stelle nur noch mal sagen, die Ghosts from the Past sind für mich bis jetzt so das Highlight des Yu-Gi-Oh!-Jahrs. Und auch wenn tatsächlich nicht so viele coole Sachen drin sind, aber ich finde es an sich eine schöne Idee, einfach mal wieder ein paar Packs zu öffnen, wo nur Holos drin sind, so wie auch die meisten hier. Fists of the Gadget fand ich zum Beispiel war auch ein cooles Set. Oder auch hier, oh, ich weiß gar nicht mal, war Duelist Overlord oder Duel Overlord, irgendwie sowas. Aber das war ja mega cool. Und bevor ich jetzt die ersten Karten rausnehme, ich wollte noch sagen, es gab da noch so eine Box. Ich weiß aber jetzt gerade nicht mehr. Da waren auch wieder Yu-Gi-Oh! Karten drin an der Stelle. Ja, wer hätte es gedacht? Naja, macht ja nichts. Vielleicht kommt es noch im Laufe des Videos. Jawohl, heute auch übrigens auf der neuen Magiermädchen die Drachenritterin Spielmatte, die wir uns jetzt glücklicherweise doch irgendwie in die Finger gekriegt haben. Und zwar direkt von Original-Hersteller sozusagen. Und ja, die erste Karte auf jeden Fall heute der Update-Störer in Ultra Rare. Okay. Hat ein Reprint. Oh, eine Cosmol Dunkeldame, die Dark Lady. Sehr cool. Cosmo Deck Profile auf jeden Fall. Irgendwo in den Tiefen des Kanals, wenn ihr es sehen wollt. Dann haben wir ein Artefakt Durandal, auch geil. Auch eine alte Karte, die mal wieder einen Reprint gebraucht hat. Dann haben wir einmal Ojamaland. Und wir haben einen Sonnen Avalon Drianome. An der Stelle mal ein bisschen näher ran. Das ist, glaube ich, dann schon. Ja, das ist der mittlere Baum, genau. Dann haben wir einen Booster mit dem dunklen Magier. Ja, die Ghost Rares an der Stelle, ich habe mal immer noch nicht weiter nachgeschaut, aber sind eben mit dem. Oh, und da haben wir direkt den kleinen. Haben wir mit dem dunklen Magier, dem schwarzen glänzenden Soldaten Chaos und dem Firewall Dragon so ziemlich die einzigsten mit dem, ja, blauäugigen alternativen weißen Drachen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich vergesse es jedes Mal, was die letzte Karte war. Ja, das ist der Link 1er. So, und das hier ist der Dreier. Das heißt, es ist der dritte von vieren.
Dann haben wir einmal Zeitdieb. Inbetriebnahme, jawohl. Schönes Artwork. Eine priesterliche Siegel der Reflexion. Eine Laval-Vulkan-Dienstmädchen. Einer der besten Vulkan-Laval-Empfänger. Und wir haben einen, jawohl, einen bewaffneten Drachen Level 10 in Ultra Rare. Jawohl, der dürfte auch ordentlich was gehen. So wie der Rest der Karten hier in den Packs. Aber an der Stelle, mir ist es egal, was die Karten gehen. Egal, ob ich jetzt hier mit dem gesamten Sortiment hier, was hier in dem Ghost Room the Past nur Centbeträge sind. Natürlich ist es für die Händler dann blöd oder für diverse Kartenverkäufer. Aber ich muss doch sagen, als Sammler kann es mir doch egal sein. Ist ich nur die Karten sammle, egal wie viel die wert sind, solange ich die Karte in die Finger bekomme, bin ich zufrieden. Ganz ehrlich, ist meine Meinung. Aber ich würde sagen, wir machen weiter und zwar mit einem Buster Dragon. Der Zerstörungsschwertdrache, müsste man eigentlich sagen, aber hat er nicht im Namen. Dann haben wir einen Metallfose Stahlen. Dann haben wir einen priesterlichen Drachen, König von Atum. Und zwar einer der Ultra Rares. Dann haben wir eine Sicherungssekretärin Ultra Rare, gefällt mir. Da braucht man jetzt eigentlich nur noch eine zweite. Und die seltene Karte ist der Necros von Aridbair. Sehr geil. Wer auch immer das ist. Ne, das ist doch der Drachen-Equitaner, wenn ich nicht falsch bin. Oder ist es ein anderer? Auf jeden Fall eine der geilsten Artworks im Set. Mit 3300 und 3200 auf jeden Fall auch ordentlich. Richtig geiles Artwork. Jawohl. Dann haben wir quasi das erste Booster vom zweiten Box. Also wenn ihr wisst auf jeden Fall, aus welchem Materialmonster der Aridbair stammt, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Und hier haben wir Zeitdieb Hacker an der Stelle. Oh jawohl. Doch gute Absichten bei denen. Ein Mardolsche Schloss in Ultra Rare. Sehr geil. Einmal Exit-Ausbruch. Eine Wundersynchrofusion. Jawohl. Und wir haben einmal Zeit die Doppelfederhaus. Jawohl, so wie auch in der ersten Box schon. Also im ersten Video hatten wir die auch schon. Sehr gut. So, dann haben wir das zweite Booster. Eine Sonnenranken-Maid. Jawohl. Ist wie bei Bayonetta, bloß mit Ranken an der Stelle. Jawohl. Ein Märchenschweif-Geschichten. Schöne Karte. Auf jeden Fall. Das Artwork ist mega nice. Dann haben wir einen tapferen Archdrachen. Und dann haben wir einen Update-Störer nochmal und wir haben einen Vampir Voivode. Ja, einen Voivode. Sehr cool, hat man auch schon im ersten Video gehabt, aber das Artwork ist einfach Deluxe. Ohne Witz. Richtig cool. Und wenn wir die Booster nur für die Artworks aufmachen, dann ist mir das auch recht. Und im letzten Booster haben wir einmal geschmolzenes Leitungsfeld für unsere Laval. Oh, jetzt habe ich Angst. Und zwar ein Rebellion Requiem. Ja, ein finsterer Requiem Exis Dragon mit den schönen Glasfensterflügeln. Eine Metallfose Fusion Ultra Rare. Eine Cosmojo. Und die letzte Karte ist
nochmal eine Nähschattenpuppe Genie. Jawohl. Sehr cool. So, dann gucken wir einfach nochmal durch. Ich würde fast sagen, von den Artworks her, ja, auf jeden Fall der Necros von Aret Bair, die geilste Karte, neben natürlich unserem bewaffneten Drachen Level 10. Und die Inbetriebnahme ist einfach mega nice. Jawohl, hoffe, es hat euch gefallen an der Stelle. Lasst mir ein Like da oder einen Daumen nach oben. Ich würde mich mega darüber freuen. Ansonsten schreibt mir was in die Kommentar-Deckbox oder macht doch einfach, was ihr wollt. Folgt mir auch gerne auf Instagram oder Twitter an der Stelle, fällt mir noch gerade ein. Oder ansonsten sehen wir uns im nächsten Video.